So, und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier von City Skylines Season 3. Und ja, in der letzten Folge haben wir so ein bisschen hier gemacht. Ich hoffe jetzt auch mal, dass hier hinten dann auch nochmal ein paar Güter rauskommen am Ende. Hier verschönern wir das auf jeden Fall auch nochmal, wie die andere Seite schon. Und dann bauen wir hier auch noch dann die, die Industrie noch mal ein bisschen aus, weil wir haben gerade immer noch Bedarf. Von daher nutzen wir das dann und sagen da einfach, schön, machen wir das so, wie wir es wollen. Nutzen da halt dann noch mal ein bisschen die Zeit, bauen aus, schauen, dass das alles geht. Von daher, das geht dann, glaube ich, auch alles ganz gut. Hier nochmal so ein bisschen grün überall. Genau, es soll hier schön werden. Haben wir ja gelernt. Und schön ist nichts. Ist nicht zu ersetzen durch schön, wenn keine Bäume da sind. Nee, weil schön definiert Bäume. Bäume. Bäumchen. Ah. So, genau, von wo kamen jetzt alles die Güterzüge? Von zum Beispiel hier oben. Hier oben haben wir nur noch keine Industrie. Woran liegt das wohl? Lassen wir doch welche hierher. So. So, ja, 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 ja. Sollte dann auch irgendwann mal fortfahren. Ich muss erstmal einen ganz lieb danken, vor allem dem Thomas. Der hat hier nämlich eine Idee geäußert, die wir hier machen können, damit dieser Stau sich hier löst. Und zwar könnten wir von hier hinten den Abzweig hier rübernehmen. Wir könnten die Autobahnen geradeaus laufen lassen und diesen Teil hier hinten anschließen und zum Beispiel den von hier unten hochkommen lassen. Das wäre zum Beispiel eine Idee, die einige gegeben haben. Genau, das könnte man machen. Oder man probiert halt was, was man überhaupt vorher noch nicht hatte. Und das ist dann einfach querbeet durch und einfach schauen, dass alles irgendwie ein bisschen geht. Von daher ist das ganz gut. Ich habe mal wieder unten dieses Interface ausgeblendet. Das heißt Hello UI. Also UI. UI. Falls ihr das nochmal runterladen wollt für euch selber, natürlich immer wieder gerne. Ist halt für jeden frei zugänglich, ne? Von daher sage ich da nichts. Und ja, genau, das soweit zu dem Thema. Hier hinten sieht das alles prima aus. Dahin fahren Busse, da ist Industriegebiet, da ist Industriegebiet. Hier ist alles super. Die Züge stauen sich hier vorne, auch in den ersten Bereichen auf jeden Fall nicht. Was wir nochmal machen werden, ist im Endeffekt, ja, die Strecke, die hier rumgeht, entfernen. Und die von hier oben links kommen lassen. Also, dass man hier gleich diese Erweiterung für sich hat. Dass man hier auf nichts angewiesen ist. Natürlich dürfen wir jetzt hier erstmal wieder scrollen und in die richtige Kategorie. Aber es hat halt immer alles was Schönes. Wenn du zum Beispiel selber irgendwas hinzufügst und guckst, dass alles läuft und siehst, hey, supi, läuft, dann bist du auch automatisch glücklich. Du kannst sagen, boah, Bombe, Alter. Bombe läuft. Ich habe nichts auszusetzen. Hat wie man mehr, ne? So, 169. Jetzt habe ich natürlich nicht drauf geachtet, welcher Längengrad. Nur drauf geachtet, 169 irgendwas gehabt zu haben. Und dann komme ich hier ja auch nochmal runter. So, dann machen wir das jetzt hier auch langsam, dass wir hier runter gehen, erstmal so auf die 12 Meter und von dort aus dann ja hier auf die passende Höhe nach dem Motto, hey, schauen Sie sich das mal bitte an, läuft doch alles wunderbar, das haben Sie eigentlich, dann wäre das nicht Ihr Grund, wieso Sie hier nicht unbedingt vorbeischauen wollen. Ich will den hier so lang wie möglich gerade ziehen.
diese Leute, ne? So. Aber auch blöd. Wie muss es doch hier möglich sein, dass das halbwegs normal aussieht? Ja, irgendwie werden wir das noch hinkriegen. Vielleicht entfernen wir einfach die Strecke und legen das einfach geradeaus. Viel besser die Idee. Irgendwie wirkt mir die Grafik, wenn ich von oben drauf gucke, so ein bisschen plump in einigen Bäumchen. Oder in einigen Ecken. Ah, kann sein, dass da irgendwas schiefgelaufen ist, ne? Man weiß ja nie. So. Ja. So. Zack. Ja, ich habe es schon kapiert. Wir haben Disconnected Power Grids. Und? Es ist jetzt so hardcore, dass wir da irgendwie sofort alarmiert werden müssen. Sollten. Vielleicht gehen wir hier auch nochmal eine höher. Genau. Das wollte ich aber auch nicht. Ich wollte voll die coole Brücke eigentlich drin haben. Oh, dann jetzt hier ja so hier rüber gehen können. Dann haben wir hier nämlich diese Strecke fertig. Können Sie sich ja wenigstens auch aussuchen. Kann ich denn hier direkt geradeaus durch? Oder nicht, um den Weg einfach zu sparen? Dann nutzen wir dort wenigstens die mittlere Strecke mit. Jetzt haben wir hier auch unser privates... Ja, unseren privaten Abzweig nach links. Und ja, ich habe mal einen neuen Citybahnhof hinzugeholt. Der hat sogar eine U-Bahn-Station. Cool. Genau. Der hat jetzt hier halt auch seinen eigenen Abzweig. Die Frage ist nur, wie viele Züge werden diesen nutzen, bevor sie hier diesen Fehler verursachen. Irgendeiner muss jetzt hier mal despawnen, ne? Kann ja nicht ewig so sein. Gucke, geht doch. So. Genau, einer nach dem anderen löse ich jetzt hier auf. Und dann sollten wir hier oben gleich auch weniger Verkehr haben. Also viel, viel weniger Verkehr haben. Weil ja die Züge dann über die zwei Spuren rüberfahren, statt nur über die eine. Und somit dann halt auch ein Knotenpunkt eliminiert ist. Oder eliminiert sein sollte. Und zwar dieser Spurwechsel. Ich knote jetzt hier mal einen ab. Genau. Die Frage ist, gibt es hier noch eine Lösung, mit der man das hier ersetzen kann? Natürlich erstmal viel zu viel hier los, dass die Züge auch ja nicht wechseln können. Das haben wir cool. Hammer! Fahren die bei... Ah. Ich wollte schon sagen, die müssen doch irgendwann auch mal wieder fahren. Kann doch nicht sein, dass sie die ganze Zeit hier stehen. So. Ja. Das ist supi. Genau, hier fahren die Züge halt auch passend. Was ist das denn hier für einer? Ah, das ist die Straßenbahn, lol. So, jetzt können wir das hier erstmal abreißen. Ups, das ist jetzt total unnötig geworden, dieses Eckchen.
Oder die Ecke. Naja, ist mir das ein bisschen egal. Wie sieht das jetzt hier oben aus mit den LKWs? Wird hier gut angeliefert oder... Mich würde doch noch interessieren, dass da wirklich die Züge jetzt hier rausfahren. Aus dem Gebiet. So. Okay, ihr seht, die fahren bis hier runter. Super. Okay. Ich weiß zwar nicht, was wir mit dem Materialien da unten sollen. Wieso hier keiner hinfährt, aber irgendeinen Grund hat's ja. Höchstwahrscheinlich, ne? Weil alles hat irgendwie einen Grund für alles. Von daher sehen wir das einfach mal als normal an. Warten einfach mal darauf, dass hier irgendwie das doch möglich gemacht wird. Ich glaube, hier unten sollten wir auch nochmal dieses Kreuz jetzt hier überarbeiten. Weil irgendwie ist es doch ein bisschen krass geworden. Mit diesem Aufbau, den wir jetzt hier haben. Weil irgendwie ist hier ein Kreuz, da ein Kreuz. Ja. Da sollten wir, glaube ich, mal überarbeiten. Die Frage ist, wie können wir das überarbeiten, ohne hier oben alles zu löschen? Ist das ein Güterzug? Ist das ein Güterzug? Das ist ein Güterzug. Weiieieiei. Ist ja super. Da fährt er in die falsche Richtung. Da unten ist direkt einer durchgefahren. Ist auch nicht so das Beste. Wir wollen ja Züge da rein haben. Nicht irgendwo vorbei, sondern ne, hier unten wirklich rein und sagen, es läuft. Okay. Da habe ich, glaube ich, einmal die interne Strecke gekappt. So. Genau, jetzt gehen wir hier aber wieder unterirdisch. Machen von da das nach da. Mal da nämlich den Teil schon mal fertig. Wir können jetzt hier zum Beispiel ganz normal um die Ecke gehen und sagen jetzt hier zum Beispiel nochmal: Hey, alles klar. Ich würde gerne von euch so, hier erstmal noch einen Druck geradeaus. Hey, da oben. Hey. So. 21 Meter ist ja noch akzeptabel. Ausreichen. Genau, das sollte im Normalfall reichen. Wenn nicht, machen wir das jetzt hier halt. So, gleich hier 24 Meter. Dann darf er sich halt irgendwie ordnen, ne? So, eigentlich ja. So, ne? Dann haben wir den wenigstens. Dann brauchen wir... das so.
Genau, jetzt haben wir da unten erstmal die Hauptverbindungen. So, jetzt fehlt eine und zwar... Von hier aus hier. Da drauf. Genau, wenn das jetzt hier einwandfrei laufen sollte, wissen wir, dass es gut gemacht wurde. Weil es einfach so ist. So, also wir sollten nicht mehr lange warten müssen, dann sollte das hier auch einwandfrei laufen, ne? Hier können wir jetzt noch mal sagen, hey, schon mal ausprobiert, hier noch vielleicht so ein bisschen fortzuschreiten. So, was ist das denn hier eigentlich für eine Strecke? Ach, das ist... Ah, okay. Ich weiß, was das gerade da für eine Strecke ist. Die war da so ein bisschen unterqueren. Das ist nämlich eine der Strecken, die so gesehen, ja, unser Anfangspunkt hätte sein können. Wieso rastet denn der hier nicht? Machen wir hier gleich. 33 Meter das Ding tief. Dann sitzen wir hier erstmal natürlich auf dem Silbertablett. So. Genau, dann versuchen wir damit einfach ganz normal die... Also versuchen wir Abkürzungen mit diesen Straßen zu schaffen. Vielleicht gelingt uns das ja. Dass hier irgendwelche Teile der Stadt sehen. Das ist super, was er da gemacht hat. Ich will unbedingt damit anschließen. Und zack. Sollte das eigentlich langsam wieder anlaufen. Das ist jedenfalls der Plan. Ja, das ist ja keine Stadtstraße jetzt, weil ich wieso das vorhin nicht da connected hat. Und dann können wir von dort oben... ...via der Strecke hier unten ran. Damit. Jetzt weiß ich auch, woher der Metronom hier kommt, der normal hier steht. Fährt die Strecke? Ach ja. Gerade schon sagen so, irgendwie funktioniert hier die Strecke noch nicht so ganz. Genau, Güterverkehr ist jetzt hier aber auch noch nicht so viel. Ab und an fährt doch hier mal ein Zug durch. Aber das finde ich auch noch ein bisschen zu selten. Da müssen wir nochmal schauen, dass es da auch besser wird. Genau, wo wollten wir weitermachen? Wir wollten, glaube ich, hier unten erstmal den Distrikt wieder zumachen. Sollten wir hier auch erstmal wieder ja, die Skyline erweitern mit diesem Bau. Mitte im Bau passt schon. Genau.
Hinten kommt gerade gar nichts an. Ja, hier oben sollten wir... Da oben sollten wir doch ein bisschen was vielleicht umbauen. Dass wir zum Beispiel hier mit zwei Spuren gleichzeitig drauf gehen. Wäre zum Beispiel was. Oder dass wir hier erstmal wieder auf dreispurig zurück patchen. Das ist natürlich jetzt erstmal doof. Oder sieht doof aus für die ersten. Wobei ich hoffe, dass sich das irgendwie rentieren mag. So, was passiert denn? Ich befolge mal Thomas seinen Vorschlag. Wir legen das Ganze mal hier hin. Wir können ja gleich mal einen größeren Bogen machen. Dann könnten die nämlich... Zack. Genau immer hier hin. Jetzt kann man ja hier zum Beispiel einen Abzweig machen, der zum Beispiel einfach hier runter geht. Sieht, holla die Waldfee. Ich will hier unbedingt dran. Dann kann man hier zum Beispiel noch eine zweispurige Straße machen. Zum Beispiel hier runter geht. Dann irgendwie ja, keine Ahnung, wo die bislang dran geht. Müsste man halt auch noch mal gucken, dass man hier irgendwie ja die ein oder andere Stelle vielleicht noch lang baut. Ja. Können wir hier zum Beispiel irgendwie unten drunter. Wir können jetzt hier zum Beispiel Raum. Kommen dann meinetwegen da oben raus und schließen da an. Ist jetzt total unnötig, ne? Aber die Frage ist halt, nutzen sie das? Oder würden sie es nutzen? Mal sehen. Die Autobahn führt ja eigentlich geradeaus durch. Halt super klug, ne? Okay, der eine oder andere. Okay, einer fährt bislang geradeaus weiter. Jetzt ist halt die Frage, wie viel der anderen 100% fahren jetzt, oder 99% fahren jetzt hier geradeaus. Weil halt im Normalfall sollte das ja so sein, dass die hier wirklich geradeaus fahren. Was wir natürlich hier machen können, wäre zum Beispiel hier einfach die Straße komplett rumlegen. Ne? Oder wir verlegen das so, dass wir hier schon so einen leichten Knick haben und dann hier zwei Straßen nebeneinander haben. Das wäre, ja, da müssen wir eigentlich mal gucken. Genau, weil jetzt läuft es alles geradeaus weiter. Das heißt, unser Problem wäre da oben. Die Frage ist nur so, wie weit wird das jetzt... Oder ist das jetzt zugelassen, dass das da einwandfrei läuft, ne? Weil das wäre ja jetzt so gesehen die nächste Frage, die wir uns hier stellen dürfen. So. Ich mache das erstmal provisorisch hier auch dran. Weil irgendwie läuft es ja, ne? So. So, wie hoch mussten wir? 21? Ja.
Also 21 wäre so gesehen machbar. Wenn wir zum Beispiel hier den Bogen drin hätten. Dass er hier das auch ja mitmacht. Machen wir erstmal auf 12. Und dann zum Beispiel hier auf die... Komm. So. Jetzt wird es sich eigentlich eher lohnen, unten wieder lang zu fahren, anstatt dann hier oben diesen... Oh, hier ist ein Abzweig? Nein. Ernst? Aber das werden wir gleich sehen, wie sich das hier verteilt. Ja, höchstwahrscheinlich fahren die dann alle da lang. Da sollten wir doch nochmal aufpassen und die Spuren nochmal richtig verlegen. Dann sollte es auch wieder alles passen. Ja, weil im Moment läuft es ja, ne? Also für uns läuft es da. Ist sehr schön und gefällt mir auch, dass es dort läuft. Jetzt können wir hier hinten... nochmal einen Wohntrakt bauen. Hier oben auch nochmal ein. Dann machen wir jetzt hier oben einfach eiskalt das Gebiet dicht, so wie wir das eigentlich tun. Sagen wir jetzt hier halt bis hier oben. Halleluja. Ganz halt hier oben lang bauen. Rest müssen wir halt mal schauen, dass wir den irgendwie verteilen, ne? Aber sonst geht das ja hier. So, jetzt können wir hier noch so eine Schleife dran machen. 90 bei 2. Hundertfünfunddreißig bei 1. So sollte es ja irgendwie dann doch gehen. Da sieht man ja, es läuft. So. Genau, hier kreuzen sie sich auch nicht. Das ist genau sowas, was wir haben wollen, ne? Die Frage ist... Und fährt er? Cargo hab 6. Aber wieso so weit? Achso, hatten wir hier eigentlich einen Abzweig? Ja, nur hier hoch, ne? Und dann darüber. Das fällt mir nämlich gerade ein. Wir müssten eigentlich noch einen Abzweig bauen, der von da... von da hier oben hoch geht. Das war hier irgendwie... so, dass hier irgendwie doch ein bisschen angebunden bekommen. Ey. Das ist so schwer hier zu bauen, ne? Aber wenn man sich jetzt hier denkt... What? Dann machen wir das einfach so kurz.
so. Oh, genau, dann sollte hier das Haus wieder relativ zügig hochkommen. Genau, da kommt schon wieder das nächste. Von daher ist es auch nicht so schlecht. Hier kommen die Holz-LKWs an, laden ab. Achso, die fahren hier natürlich die kurze Strecke, denken sich so. Cool, haben wir es geschafft, fahren wir durch die Innenstadt und sind am nächsten Güterbahnhof, obwohl hier oben einer ist. Aber, wieso auch nicht, ne? Die Frage ist, wohin fahren die alle dann? Da ist er. Ölterminal? Was findet der hier hinten? Ich frag gar nicht weiter. Ich frag gar nicht weiter. Nein. Das wäre mir, glaube ich, dann doch ein bisschen zu viel, wenn ich da die ganze Zeit nachhaken würde nach dem Motto. Was willst du da? Und was willst du da hinten nicht? Und hier und da und hast du nicht gesehen? Genau, haben wir hier eine Abfahrt? Nee. Achso, die würden dann hier hochfahren, ganz normal. Ja, okay, dann fahren sie doch lieber hier durch die Innenstadt. Das ist kürzer für die. Als wenn sie hier auf die Autobahn, hier hoch, da runter und dann, keine Ahnung, hier irgendwo zwischenlang. Das ist für die einfacher. Das ist einfach. So. Genau, dann machen wir den da. Dann fügen wir jetzt hier oben das Gebiet auch schon ein. Zack. So. Jetzt warten wir einen kleinen Moment ab und et voilà, hier haben wir schon ein wunderschönes Gebäude wieder oder eine wunderschöne Ecke wieder. Ja, Gewerbe hat natürlich immer noch dieselben Probleme wie damals, nicht genügend Güter. Wieso? So gesehen haben wir doch genügend Import. Also intern in Import. Was ich nicht verstehe. So. Das sieht auch gut aus. Irgendwie müssen wir hier noch mal was hinkriegen, was danach aussieht, als wenn wir hier wunderschön die Strecke betreuen wollen. Hey. Hey, Start. So. Ja, natürlich wäre dann da dieses Ding im Weg. Das heißt, wir brauchen das hier nochmal. So. Nee, ich will jetzt bauen. Dann haben wir das bis hier oben hin. Jetzt weichen wir hier wieder so ein bisschen von ab. Und gehen dann zum Beispiel hier einfach runter. Und et voilà, wir kommen wieder auf unsere ja, heißgeliebte Strecke. Ah. Ich rate, die Strecke ist eindeutig ein bisschen tiefer als das, was wir da haben. Sieht es jetzt hier unten aus? Ach, der fährt jetzt hier unten durch. Ah.
Interessant. Das ist echt nur interessant, wo die da überall lang fahren. Okay, intern fährt viel mehr als extern derzeit. Ist das ein Güterzug oder ein Personenzug? Personen. Ja. Ein Personenzug. So. Genau, das Gebiet zieht sich hier gerade hoch. Das heißt, wir verbinden jetzt auch langsam hier die ganzen Gebiete miteinander. Hat ja auch was Schönes. Dann stehen die wenigstens jetzt hier nicht mehr alleine so. Sondern haben endlich ihr Gegenüber gefunden. Genau, jetzt brauchen die auch keine Stromleitung mehr. Jetzt sind die alle miteinander verbunden. Was will man mehr, ne? Natürlich ein bisschen Grünzeug fehlt noch, aber das schaffen wir noch. Und ich sollte, glaube ich, mal Ende der Folge machen. Da wir schon wieder am Ende angekommen sind. Von daher würde ich erstmal sagen, war es das wieder für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sind nur noch mit, ja, knapp etwas unter 80.000 im Minus. Das heißt, wir sollten dort auch bald wieder, ja, grün werden. Das heißt, cheat mal, money cheat away. Bye bye. Genau, ich habe hier oben gerade eben nochmal schnell Industrie gesetzt. Mal schauen, wie schnell wir das hier voll kriegen noch. Man weiß ja nie genau, ne? Von daher habe ich das einfach eben mal gemacht, in der Hoffnung, dass wir, ja, das schnell weg sind und dann hier bald wieder im grünen Bereich sind mit allem. Und das mit eindeutig weniger Einwohnern als vorher. Obwohl eigentlich immer noch dasselbe so läuft wie vorher. So, ne? Was meckert denn? Ach, da hinten. Not enough goods to sell. Ich habe doch einen Bahnhof extra bekommen von mir. Damit das läuft. Aber anscheinend missachten die das und nutzen den anders. So. Ist ja so gesehen mir jetzt auch egal. Wir haben hier unsere Verbindungen. Falls sie irgendwas haben wollen, wie die hier zum Beispiel, fahren sie dann mit der LKWs rein und raus. Von daher sage ich nichts weiter. Wir sehen uns morgen. Bis dann, eine wunderbare Zeit. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dann und ciao.